Gut. Was sagt, ich frage meinen Tinkerbell, was sagt denn so? Oh, brauchst du einen Tipp, oder? Die Straße von Skatatom verbergen vielleicht noch ein Geheimnis? Okay, gehe ich dahin. Seid ihr Jungs bereit zu segeln? Kann ich jetzt vielleicht doch irgendwas schon holen? Das wäre eigentlich ziemlich nice, wa? Ich wüsste jetzt nicht, wo der Greifhaken, da oben geht's ganz sicher nicht. Ich mach mal Bereich 2, da kann ich mir vielleicht vorstellen, aber... So, wie mache ich den Greifhaken? Ah! Ein Dreieck, alles klar. Okay. Ich kann damit doch... nicht so hoch rein. Ich weiß nicht, warum. Ach, ich muss dafür. Okay, dann verwenden. Ist mir immer noch ein Rätsel, wofür eine Piranha-Hut gut ist. Gott. Nee, nicht Kapitäns Kajüte. Und die Hauptstraße. So, dann schauen wir doch mal, ob wir schon mal ein paar Sachen erfarmen können. Und vor allem, wir brauchen Munition von. Wir haben gar kein nichts mehr. Alles verschossen. Gib mir Munition, Freunde. Ich hab nichts mehr. Ah, ich kann mich sogar an die Plappen dranhängen. Nice. Gefällt mir. Sehr schön. Okay, Munition ist hier voll aufgefüllt. Gefällt mir sehr gut. Jetzt fehlen noch die zwei Schätze. Boah, lässt du mich mal Ruhe? Die Seesterne, ey, die geben mir auch eine Mütze. Ja, der Greifhaken gefällt mir wirklich. Wunderbar. Aber ich könnte echt das gut schon bald die Aufstockung brauchen. Und darum haben wir es ja auch schon. Unser erster Schatz, Freunde. Das verfluchte Magie. Verwende verfluchte Magie, um dein Waffenwerkzeug und Fähigkeit zu verbessern. Sehr schön. Pistolengeschwindigkeit. Alter, hier kann ich ja wirklich alles nehmen. Tinkerbells. Die Tinkerbells habe ich bisher noch nicht wirklich gebraucht gehabt. Sucher. Gesundheit. Alles klar. Aber ich glaube, so viele Sachen gibt es gar nicht. Ich mache jetzt mal einfach, Säbel verbessern. So, habe ich jetzt ein stärkeres Säbel? Ich glaube, die so verkehrt war die Entscheidung gar nicht, würde ich doch meinen. Verfluchtes Säbel, der stärker ist. Weil ich glaube, zum Großteil. Man könnte jetzt mal 5 Waffen rumballern, aber eigentlich ist das Säbel, glaube ich, das meiste, was wir benutzen. Ah, Moment mal. Aha. Genie-Kristall, 1 von 15. Nice.
Okay, also es gibt also doch mehrere Schatztruhen. Die Jean-Kristallen gibt es also 15 Stück und die kann man überall finden. Ah, hier komme ich doch rüber. Nützt mir hier aber noch gar nichts. Mann! Nee, das war gerade... Ah, es funktioniert, verdammt. Nee. Und da kommt auch nichts. Ich probiere es nochmal rüber zu kommen. Damit nicht das Ding aktivieren dürfen. Nee, anscheinend komme ich da doch nicht dran. Ich komme nicht mehr zurück. Ärgerlich. Ich muss lernen, auf meine Energie zu achten, ey. Eigentlich ist das recht easy, aber... ja. Ich weiß nicht, achte nicht auf meine Energie. Vergiss jetzt mal, dass ich nur 3 Herzen habe. Ich bin echt unvorsichtig geworden. Da muss ich echt noch arbeiten wieder. Moment, wo ist jetzt gespeichert? Nein, wo nicht. Wie gut, dass ich nicht mehr nachgeguckt habe. Mein Tinkersmann aber doch ganz schön geschahen. Was ist das denn? Ranzige Marmelade? Was ist denn daran lecker, Whisky? Ja, liebe Leute, heute mache ich mir auf dem Brot eine ranzige Marmelade. Komm. Mann, ich finde das echt schwer. Mit dem Hut habe ich den Dreh noch nicht ganz raus. Jetzt haut doch mal ab hier. Ich habe nichts. Soll ich mir noch ein Trugwesen? Egal. Dann mache ich mal Piranfackel. Aber ist schon ziemlich nice. Das Speichern tun wir noch. Dann machen wir noch mal eben das andere Gebiet. Bei Meerjungfrauen. Und dann geht's so weiter. Das letzte Gebiet war ein Kinderspiel. Nun, dann schauen wir uns dieser Genie-Kristall mal genauer an. Es scheint in der Nähe von anderen Formen der hellen Magie zu schwingen. Wenn ich genug von ihnen habe, kann ich den Eingang zum Genie-Reich finden. Diese magischen Tugendbolde werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Nun, wo soll ich jetzt nächstes hingehen? Where haven't I tried yet? Natürlich nochmal mehrmals Falls. Schauen wir uns da nochmal um. Ich glaube, Bereich 1 war gar nichts. Aber mal, was ist Bereich 1? Ich weiß gar nicht, ob Bereich 1 ist dieser eine... ja, das Schwimpendings ist, da hinzukommen, oder? Ready. Dann ja... Mann! Muss man gleich mal was trinken, ey.
Ja, Meister, du gehst mir nicht auf den Nerven. Das ist cool! Ey, das ist schon voll. Wow! Tschüssi! Okay, hat nicht so geklappt, wie ich gedacht habe. Ich kann mich ja auch jetzt hier im Fuhr angeln. Das hier Enterhaken hier ist echt ziemlich nice. Ah! Okay, hast du mir jetzt gedacht? Noch irgendwo? Ich habe eine ganz gemeine Idee. Können wir mir vorstellen. Das ist so ähnlich wie bei der Maus. Jo. Ja. Vielleicht muss ich schnell sein? Auch nicht. Nein! Nee. Och nö! Okay, muss er echt anscheinend schnell sein. Ich achte echt nicht auf meine Energie, das ist echt mein Hauptproblem. Ich vergesse jedes Mal auf meine Energie zu achten. Ich laufe einfach nur durch die Gegend rum, aber ich vergesse auf meine Energie zu achten. Ich stelle mich gerade echt an wie der letzte Noob. Da oben komme ich nicht anders ran. Nee, da komme ich nicht dran. Kann ich knicken. Das kann ich knicken, leider. Bisschen schade, aber was soll's. Heilung ist ja auch echt wenig, ne? Aber gut, okay, man braucht viel Heilgegenstände. Wenn ich nicht jemand vergessen würde einzusetzen, dann würde ich auch hier nicht hops gehen. Ah, ich kann sogar mich an Haken ranhängen, cool. Ah, Moment, mir kommt noch eine Idee. Jawollo! Verflüchte Magie.
Und da ich gerade so oft gestorben bin, liebe Freunde, werde ich die Gesundheit einmal verbessern. Ich glaube, das war mit die besten Schritte machen konnte, bevor ich noch mehr aufs gehe. Komme ich gar nicht mehr hoch? Wollte ich doch meinen. Hier könnte was versteckt sein. Wo ich was bei meinem Team woanders. Oh. Jawohl! Nice! Und noch eine verfluchte Magie. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, liebe Freunde. Pistolenschaden, Munitionsgurt, ja. Ausdehnung, Sucher, Tinkerpad. Moment. Ach, die kann ich. Ach, Moment mal. Greifen das Schwert zu erreichen und einmal. Ach, okay. Die kann ich also auch. Verbessern. Dann nehme ich doch gleich mal den Hut. Dann komme ich vielleicht doch so an den Sachen dran, weil der Hut. Ja, ich komme, glaube ich, jetzt schon höher, oder? Okay, das ist wirklich interessant. Manche Gegenstände, die ich erhalte, muss ich erst verbessern, damit sie länger andauern, um andere Sachen zu kriegen. Finde ich gut, muss ich zugeben. Okay, aber der Greifhang macht echt keinen Schaden. Ab, Meister! Komm her, Fischi! Geh her, kleines, doofes, hässiges Ding! Okay, so war es auch nicht gemeint. Ja, wie komme ich denn da am besten hoch? Gar nicht? Man da am besten hoch. Wohl von hier darüber ganz segeln? Nee, das wird nichts. Das wird noch nichts, Freunde. Habe ich hier ein Genie-Kristall. Sehr schön. Ja, das fällt sich doch bisher ganz gut an, Freunde. So, ich schau mal kurz. Ich will mal eben kurz schauen, ob da was angezeigt wird. Ach, guck an. 1 von 3, 1 von 7,
1 von 3, 2 von 8. Ich dachte gerade schon, dass man nur bestimmte Anzahl an dunkler Magie sammeln kann. Weißt du, was ich fast, vielleicht so 10 Stück. Und dass man das dann verteilen muss. Aber man kann anscheinend echt jede Waffe von Whiskey Boost komplett aufwerten. Und es gibt immer die Genie-Splitter oder halt dunkle Magie zu finden. Viel interessant, wir haben noch 4 Sachen vor uns. Ich würde aber sagen, ich beende heute. Nee, drei Sachen. Ich wollte sagen, ich beende hier mal die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Freunde. Tut mir leid, dass ich ein paar Mal gestorben bin. Ich habe leider komplett die Anzeige von Leben einfach mal verdrängt. Die war irgendwo da hinten, ich war irgendwo hier und ja. Aber Freunde, ich freue mich wirklich auf dieses Spiel. Es macht jetzt schon echt Spaß. Und ich finde es cool, mit Whiskey zu spielen. Whiskey ist echt ein... Eigentlich, ich mag den Charakter echt gerne. Dass man jetzt alles so zieht und Raketen hat und so, finde ich auch sehr gut. Also, es sind ja echt ziemlich coole Ideen eingeflossen, muss ich wirklich zugeben. Und es macht echt Spaß, Freunde. Und ich freue mich wirklich drauf, das weiter mit euch zu zocken. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst, einen Daumen nach oben geben würdet. Und wenn ich euch super sympathisch komme, würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Na gut, meine Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.